Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie im Namen der Forschungsgesellschaft Die Akronauten und der Regionalwerft AG Freiburg sehr herzlich zur Abschlusskonferenz zum Forschungsprojekt Richtig Rechnen in der Landwirtschaft. Besonders begrüßen möchte ich die vier Betriebsleiter, die sich bereit erklärt haben, sich mit ihren landwirtschaftlichen Betrieben an dem Projekt zu beteiligen. Das ist Urs Sperling, der ist auch schon da, vom Breitwiesenhof, Florian Hiss aus Mengen, habe ich noch nicht gesehen, Joel Siegel aus Nossingen und Janis Zendler von der Gärtnerei Querbeet aus Eichstätten. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass Landwirte ihre Geschäftszahlen so offenlegen, wie ihr es getan habt und vor allem, wie engagiert ihr in der Sache mitgedacht und mitentwickelt habt. Schon mal herzlichen Dank dafür. Auch mit Dank begrüßen möchte ich Herrn Artmann vom Badenova Innovationsfonds und Christian Wüst, der eben jeden Moment kommen muss, von der Software AG Stiftung als Vertreter der Förderer des Projekts. Ohne ihre finanzielle Unterstützung wäre das Projekt in der Intensität nicht möglich gewesen. Willkommen heißen möchte ich auch Professor Ulrich Schrammel, den Direktor des Forstwissenschaftlichen Instituts in Freiburg und Mitglied des Rates für nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung. Herzlich willkommen, Uli. Danke dir auch, dass du dich bereit erklärt hast, jetzt gleich das Eingangsreferat zu halten. Ebenso begrüße ich Professor Christian Herzig von der Universität Kassel-Witzenhausen. Er ist dort Leiter des Fachgebiets Management in der internationalen Ernährungswirtschaft und noch einiges andere mehr, was ich jetzt da nicht erwähne, aber vor allem BWLer. Er begleitet unsere Projekte schon einige Jahre, sehr interessiert und engagiert sich mit wissenschaftlichen Beiträgen. Ich freue mich, dass du später auch noch über deine Ergebnisse berichten wirst. Auch Professor Roman Lenz ist hier von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen. Auch er begleitet die Projekte von Anfang an. Begrüßen möchte ich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an dem Projekt. Dr. Jürgen Bickmann hat mit mir zusammen das Projekt geleitet und verantwortet. Du wirst nachher auch noch was sagen. Christine Strauß und Michael Hiss haben die ganze Zeit über als wissenschaftliche Mitarbeiter den Hauptteil der fachlichen Arbeit ausgeführt. Melanie Jakob ist auch hier. Melanie Jakob hat die Gelder verwaltet und Albert Gasser als Bilanzbuchhalter, Sascha Dähn als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Rolf Steiner als Controller und zuletzt auch noch Jonas Roloff haben mit ihrem Wissen und Können ebenfalls beigetragen. Ihr habt aus meiner Sicht Großes für eine zukunftsfähige, nachhaltige Landwirtschaft geleistet. Was ihr erarbeitet habt, werden wir jetzt gleich hören. Ich begrüße auch die anwesenden Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräte der Regionalwirt AG Freiburg, die das Projekt immer interessiert und unterstützend begleitet haben. Ebenso ein Mitarbeiter von SAP, Joachim Schnitter, ist hier. Da werden wir vielleicht ein bisschen noch was hören später, was das für eine Verbindung gibt. Aber nicht zuletzt möchte ich noch die besonders weit gereisten Gäste herzlich willkommen heißen. Thomas Heckmann aus Schweden. Thomas, wo sitzt du? Aus Schweden. Linköping aus Schweden. Extra angereist. Franz Rohrmoser, Ewald Günzweil und Ernst Halbmeier von der IG Milch aus Österreich. Herzlich willkommen. Christian Dibowski aus Barcelona, Graf Godehard von Hönsbrüch von Schloss Türnich, Stefan Gode von der Regionalwirt AG Rheinland und Laura Merwelskämper von der GLS Bank in Bochum, die ist auch noch im Zug. Herzlich willkommen. Ich hoffe, eure weite Reise wird sich lohnen. Aber auch überraschend möchte ich begrüßen Herr Michael Bruder, Bürgermeister von Eichstätten. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Friedbert Schill, Kollege aus Mark-Buchheim. Herzlich willkommen. Um was geht es in dem nun zu Ende gehenden Projekt Richtig Rechnen in der Landwirtschaft? Es geht um nichts weniger als um die Zukunft der Landwirtschaft, einer Landwirtschaft, die die vielfältigen Leistungen, die man aus der Gesellschaft heraus zu Recht von ihr erwartet, leisten kann, weil sie adäquat honoriert wird. Es geht aber nicht nur einfach um höhere Erzeugerpreise,
sondern um die Veränderung der grundlegenden Erfolgsrechnung für landwirtschaftliche Betriebe. In meiner Zeit als praktischer Landwirt und Gärtner hatte ich im Laufe der Jahre immer stärker die kritische Empfindung, dass die monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen betriebswirtschaftlichen Auswertungen nicht wirklichkeitsgetreu und ordnungsgemäß wiedergeben, was im Betrieb tatsächlich geleistet wurde. Alles, was mir wichtig war, wie der Aufbau der Bodenfruchtbarkeit, die Vielfalt an Kulturen in der Betriebsführung, der Einsatz samenfester Sorten, die gerechte Bezahlung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Ausbildung von jungen Menschen, schlugen sich immer nur auf der Kostenseite nieder, nicht adäquat auf der Ertragsseite. In den Diskussionen mit Kollegen, Steuerberatern, Betriebswirtschaftlern und Finanzierern gab es wiederkehrend die Empfehlung, du musst halt weiter spezialisieren, technisieren und vor allem die ideellen Tätigkeiten sein lassen. Davon könnte der Betrieb nicht überleben. Auch ein Biobetrieb muss sich rechnen, war so ein viel gehörter Spruch. Ich sah aber in den genannten Leistungen keine ideellen Werte, sondern originär betriebswirtschaftliche zum Erhalt meiner Produktionsgrundlagen. Die Bodenfruchtbarkeit, das frei zugängliche Saatgut und das Fachwissen hielt ich für konkretes und existenzielles Betriebsvermögen und nicht für ideelle Werte. Parallel zu dieser kleinräumigen Auseinandersetzung ging der sogenannte Strukturwandel in der Landwirtschaft ebenso wie die öffentliche und wissenschaftliche Diskussion um die Folgen der Landwirtschaft und auf die Umwelt, das ökologische Gleichgewicht und die Gesellschaft weiter. Eichstättens damaliger Bürgermeister Kirchle bedauerte immer sehr, dass sich die Dörfer durch den Strukturwandel so sehr verändern und in ihrer Erscheinungsform zunehmend verstädtern. Er kämpfte für den Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft. Über viele Jahre hat er sich für unsere Sichtweisen und praktischen Ansätze eingesetzt und bedauert sehr, dass er heute aufgrund einer anderen Verpflichtung nicht dabei sein kann. Schon 2008 haben wir von der Regionalwerke Freiburg eine Methode entwickelt, wie die Betriebe ihre sozialen und ökologischen Leistungen erfassen und in einem gesonderten Geschäftsbericht über sie berichten können. Damals auch schon mit Förderung des Badenova Innovationsfonds. Das ist so ziemlich genau 10 Jahre her, als wir schon mal hier standen und das Vorläuferprojekt vorgestellt haben. Diese Berichterstattung haben wir die letzten 10 Jahre praktiziert und unseren Aktionären jährlich sehr ausführlich berichtet, welche Leistungen die Betriebe, in die wir investiert haben, zum Erhalt des Natur- und Sozialkapitals erbracht haben. Es war keine Bewertung, sondern eine einfache Berichterstattung. In diesen 10 Jahren wurde aber immer klarer, dass die bloße Berichterstattung in Form eines Nachhaltigkeitsberichts nicht ausreicht. Die reine Berichterstattung parallel zur gewohnten Bilanz mit den monetären Geschäftsergebnissen ist ein stumpfes Schwert und ohne große Wirkung auf die betriebliche Praxis. Die Erkenntnis war, erst wenn nachhaltiges oder nicht nachhaltiges Wirtschaften sich direkt im gewöhnlichen Geschäftsergebnis in Zahlen niederschlägt, wird sich die betriebliche Praxis ändern. Das nun zu Ende gehende Forschungsprojekt ist ein Meilenstein auf diesem Weg. Parallel zu unseren Bemühungen um eine Korrektur der betrieblichen Erfolgsrechnung in der Landwirtschaft hat sich auch in der Wissenschaft, Wirtschaft und Politik sehr viel zu diesem Thema getan. Gemeinwohlökonomie, True Cost Accounting Bewegung, das International Integrating Reporting Council sind Beispiele. Jüngste Initiative dazu ist die Value Balance Alliance, in der die mächtigsten Unternehmen der Welt mitmachen. Man wird sich in der Wirtschaft zunehmend bewusst, dass die Geschäftsmodelle, wie sie in den vergangenen Jahrzehnten praktiziert wurden, in der Form nicht zukunftsfähig sind. Es liegen ihnen Risiken zugrunde, die man vorher so nicht ins Auge gefasst hat, vielleicht auch nicht konnte, weil sie durch die Art des Wirtschaftens im Laufe der Jahre erst entstanden sind. Seit etwa 3 Jahren kann man die Forderung nach einer Erweiterung der betrieblichen Erfolgsmessung, sprich Buchhaltung, Bilanzierung und alles, was dazugehört, auf fast jeder Konferenz offen aussprechen, ohne dafür angefochten zu werden. Der Rat für nachhaltige Entwicklung
Und hier auch besonders Generalsekretär Günter Bachmann haben maßgeblich auch zu dem Bewusstsein beigetragen. Selbst die Wirtschaftsprüfungsinstitute, die Gralshüter der Unternehmensbewertung, übernehmen mittlerweile die Forderung, dass der Jahresabschluss mehr Informationen als in der Vergangenheit enthalten muss. Was bisher fehlt, sind belastbare Methoden und Instrumente zur Erfassung und Bewertung solcher Leistungen zu nachhaltigem Wirtschaften. Wir sind also nicht alleine mit unserer Forderung, aber wir können durchaus für uns beanspruchen, dass wir mit dem nun zu Ende gehenden Projekt richtig rechnen in der Landwirtschaft und mit dem noch bis Ende des kommenden Jahres laufende Projekt Quarta Vista zusammen mit dem Softwarehersteller SAP eine Vorarbeit leisten, mit der man gut weiterarbeiten kann. Um zum Schluss meiner Begrüßung nochmal auf den Punkt zu bringen. Das zentrale Ziel des Projektes Richtig Rechnen in der Landwirtschaft ist die Sicherung der Existenz landwirtschaftlicher Betriebe auf der Basis eines erweiterten Leistungsnachweises. Wir sind der Überzeugung, dass wenn landwirtschaftliche Betriebe genau aufzeigen können, was sie geleistet haben für den Erhalt und den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, für die Weitergabe des Wissens für die Sozialgemeinschaft, dass dann die Voraussetzung gegeben ist, dass sie dafür auch einen finanziellen Leistungsausgleich erhalten können. Möglichkeiten gibt es dazu einige. Und der größte Geldtopf, der zur Verfügung stehen würde, sind die EU-Ausgleichszahlungen an die Landwirtschaft. Man versucht ja schon seit einigen Jahren, Methoden zu finden, wie man die Mittel anders, das heißt leistungsgerechter, vergeben und damit landwirtschaftlichen Betrieben in ihrer Vielfalt eine Chance auf Bestand geben könnte. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen interessanten Nachmittag mit einem erhellenden Blick auf die so dringend anstehende Wende hin zu einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Landwirtschaft. Vielen Dank. Wir haben die Tagesordnung etwas umgestellt entgegen der Einladung. Wir werden jetzt die Grußworte von Herrn Artmann und Christian Wüst hören, dann das Eröffnungsreferat von dir, Uli, über nachhaltiges Wirtschaften neu bewerten, dann ein strenger, konzentrierter Block mit Jürgen Beckmann, Michael Hies, Albert Gasser. Das haben wir zusammengezogen mit Ergebnissen, also mit Methodik und Ergebnissen in einem Block, haben dann Zeit für Fragen und Diskussion vor der Kaffeepause, dann eben um 16 Uhr die Kaffeepause, dann Christian Herzig und dann eine einstündige Podiumsdiskussion. Vielen Dank, Herr Hess, für die Grußworte, für die Einleitung. Ich möchte mich daran anschließen im Namen des Badenova Innovationsfonds für Klima- und Wasserschutz. Ich freue mich persönlich selbst sehr, hier heute auch dabei zu sein an diesem Tag, wo die Abschlussveranstaltung des Projekts Richtig Rechnen ist, wo wir alle, denke ich, sehr gespannt sind auf die Ergebnisse, die jetzt hier in dem Projekt, in der Projektlaufzeit von etwa 18 Monaten bislang entstanden sind. Wir vom Badenova Innovationsfonds, wir sind in der Region tätig, wir sehen uns als Unterstützer für die Region, haben dort seit mehreren Jahren ein Förderprogramm aufgelegt. Letzte Woche sind wir sogar in die 20. Runde gestartet, also die 20. Förderrunde, um genau solche Projekte wie hier Richtig Rechnen zu fördern zu können, um dort dann im Kontext der Nachhaltigkeit den Klima- und Wasserschutz voranzubringen. Wie Herr Hess vorhin schon erwähnt hat, sind wir nicht das erste Mal zusammengekommen. Wir hatten vor ziemlich genau 10 Jahren eben schon mal ein Projekt, wo die Grundsteine für das heutige, darauf aufbauende Projekt gelegt wurden. Und vielleicht hoffentlich sehen wir uns ja demnächst nochmal mit einem Projekt, wenn es weitergeht in dieser Richtung. Würde mich sehr freuen. Ich habe mir selbst ein Bild machen können
im Projekt. Ich war dabei bei einem Workshop, vor etwa einem Jahr hat der stattgefunden. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Und was mir vor allem hängen geblieben ist, diese Motivation, die dort entstanden ist, die entsteht und die Idee, die große Idee, was man hier bewirken will. Fand ich eine ganz tolle Sache damals und natürlich heute auch noch. Und ich sehe es ja auch hier heute an die gekommenen Gäste, das zahlreiche Erscheinen, welche Wichtigkeit und welches Interesse hier bei diesem Projekt geschürt wird. Ich bin heute sehr gespannt auf die Ergebnisse, die wir dann im Anschluss sehen werden. Und zum Schluss möchte ich aber nochmal Herrn Hiss und auch Herrn Dr. Beckmann besonders danken, sowie auch alle anderen, die im Projekt beteiligt waren, weil nur durch sie können solche Projekte entstehen, umgesetzt werden und dann gemeinsam den Klimaschutz vorantreiben in der Region. Vielen Dank. Liebe Anwesende, lieber Christian Hiss, lieber Herr Beckmann und auch liebes Team, einfach alle, die rundherum um dieses Projekt in den letzten Monaten gearbeitet haben. Ich freue mich erstmal, dass ich jetzt hier bin. Es war ein bisschen knapp und spannend heute, aber alle Hürden wurden genommen. Wenn wir auf das Projekt richtig rechnen gucken, dann ist es bei uns schon seit 2015 quasi im Projekthaushalt drin. Wenn ich mir überlege, was hat denn das Projekt eigentlich, warum gibt es das eigentlich, dann habe ich, als ich mal mit dem Christian am Anfang gesprochen hatte, hatte ich rausgehört, das ganze Projekt gibt es nur, weil er einen Stall bauen wollte und man ihm gesagt hat, tja, der landwirtschaftliche Betrieb, der gibt letztendlich nicht genug Sicherheiten her, weil halt die Bewertungsgrundlagen so ausgelegt sind, dass das halt leider nicht geht. So habe ich es verstanden. Auf jeden Fall, wer den Christian kennt, den hat dann tendenziell wahrscheinlich die Wut gepackt. Und er hat gesagt, jetzt gehe ich das Ganze mal ordentlich an. Der heilige Zorn. Der heilige Zorn, okay. Und es ist ja oft ein guter Impulsgeber, um Projekte, die kompliziert sind, einfach auch voranzuschaffen. Natürlich darf der Zorn nicht mit einem durchgehen, das ist ja klar. Genau. Was mit richtig Rechnen erreicht werden soll, haben wir jetzt ja schon ein bisschen ansatzweise gehört und werden wir heute sicherlich auch noch vieles hören. Ich möchte so einen persönlichen Eindruck an den Anfang stellen, ohne jetzt auf große Klimathemen oder sowas einzugehen. Am Wochenende habe ich mit meiner Familie eine Tierdokumentation gesehen mit wunderschönen Tierbildern und Naturbildern, wo man halt sagt, das ist ja der Wahnsinn, was es da eigentlich gibt. Und zum Ende war der leichte Schwenk auf die schwindenden Gletscher und zum Ende war ein ziemlich zerstörerisches Bild da. Das haben die total schön gemacht in dem Film, aber letztendlich war ich dann doch in Erklärungsnot meinen Kindern gegenüber, warum denn der Mensch eigentlich seine Lebensgrundlagen immer so erfolgreich zerstört. Ich konnte es ein bisschen erklären, aber natürlich nicht im Ganzen. Aber was natürlich bleibt, ist, wenn Sachen nicht ihren richtigen Preis haben, dann handeln wir halt alle auch nicht ganz optimal. Genau, so ein Film macht natürlich, fordert einen heraus, sich immer mal wieder auseinanderzusetzen und das eigene Handeln dann auch mal wieder kurzfristig zumindest zu überprüfen. Und so habe ich es dann auch versucht zu erklären, dass ich gesagt habe, im Kleinen können wir handeln, können versuchen, das, was wir tun, ein bisschen zu steuern in die Richtung von Nachhaltigkeit. Und im Großen muss man halt versuchen, irgendwie das Große, die Zusammenhänge zu verstehen und es in seinem Handeln zu integrieren. Und um sowas Großes greifbar zu machen, das ist für mich das, was dieses Projekt eigentlich vorhat. Einen sehr komplizierten Zusammenhang in einen sehr einfachen zu bringen. Und das ist letztendlich auch das, was uns als Software AG Stiftung daran begeistert hat, dass hier jemand versucht, etwas Großes erlebbar zu machen und ins Bewusstsein reinzubringen. Wir versuchen mit unseren Projekten grundsätzliche Themen zu fördern, wobei natürlich man sich immer streiten kann, was ist jetzt grundsätzlich, was ist wichtig, was ist unwichtig, aber wir haben gesagt, in diesem Projekt haben wir das auf jeden Fall gesehen. Wenn halt jemand versucht, mit
Finanzkennzahlen grundsätzliche Veränderungen in der Bewertung herbeizuführen. Die Frage nach einem angemessenen oder gerechten Preis kann grundsätzlicher nicht sein. Gleichzeitig ist die Frage aber so abstrakt, weil die Menschheit sich im Wirtschaftsleben selber definiert, was Wert hat und was wertlos ist. Auch innerhalb der Stiftung wurde deshalb sehr kontrovers diskutiert beim ersten Antrag, beim zweiten Antrag. Ich weiß nicht, wie es beim ersten war. Beim zweiten mussten wir ja noch extra Runden drehen, um also wirklich auf den Punkt zu bringen, was die möglichen Wirkungen dieses Projektes sein kann. Wenn wir dann schauen auf Themen wie Klimaschutz oder, wie schon gesagt, die Zerstörung der Lebensgrundlagen, auf die kraftlosen Bemühungen der Politik im Bereich Klimaschutz, auf Organisationen, die tatsächlich andere Interessen haben und dann auch noch durch glückliche Lobbyarbeit ihre Interessen gut wirksam machen können. Wir können aber auch auf unser eigenes Handeln schauen. Jeder, der konsumiert, jeder von uns konsumiert ja erfolgreich und könnte sich natürlich kritisch selber angucken, was er denn da den ganzen Tag macht. Und das meine ich halt auch, im Kleinen kann man was verändern, im Großen nicht. Ich musste auch aus Darmstadt mit dem Auto heute herkommen, weil es nicht anders geht. Ich muss manchmal irgendwo hinfliegen, weil es nicht anders geht. Aber im Privaten kann man ja versuchen, Änderungen herbeizufügen, weil im Großen macht es ja das Projekt dann bald. Ne? Genau, die Wirkung der unternehmerischen Tätigkeiten auf die Umwelt und auf die Gesellschaft sollen in Zukunft einen Wert in der Unternehmensbilanz bekommen. Das haben wir jetzt schon gehört. Und schon entstehen dadurch ja neue Preise. Schon ist eine ressourcenschonendere Landbewirtschaftung unterm Strich nicht teurer oder sogar günstiger. Schon rechnet sich ein kleinstrukturierter Wirtschaftsraum, in dem wechselseitige Beziehungen zwischen den Akteuren wertbestimmend sind, wieder. Und dabei möchte ich jetzt nicht sagen, wir können hier noch alle regional agieren, aber die Wertigkeit der Netzwerke vor Ort kriegt meiner Meinung nach dadurch einen ganz neuen Stellenwert. Und schon bekommen die Unternehmen einen Wert, der deutlich über den reinen Finanzkennzahlen hinausgeht oder wenn man schon einen Schritt weiter guckt, wo die Finanzkennzahlen dieses dann auch berücksichtigen. Und dann wären wir wieder beim Stall angekommen. Da hätte der Christian sich nicht aufregen müssen, hätte aber auch das Projekt vielleicht nicht gemacht. In diesem Sinne, liebe Akteure, alle, die dabei sind, wünsche ich uns jetzt hier heute einen informativen Nachmittag. Ich bin gespannt auf das, was kommt. Und ich hoffe, ich habe jetzt nochmal die Latte ein bisschen hochgelegt, damit wir uns dann auch freuen, was kommt. Vielen Dank. Lieber Christian, Herr Beckmann, meine Damen, meine Herren, besten Dank für die Gelegenheit, hier etwas beizutragen, und Sie entnehmen es meiner Stimme, Sie werden nicht bedroht mit einem langen Vortrag, das wird allein schon stimmlich nicht funktionieren. Die Idee ist, dass ich eine Hinführung mache zu dem Thema, und Sie haben jetzt einen Förster angefragt, hier über Nachhaltigkeit und diese Bewertung zu reden. Da schwillt natürlich dann in dieser Branche immer gleich die Brust, weil wir ja davon ausgehen, dass wir die sind, die dieses große Thema erfunden haben. Wir blicken da zurück auf 300 Jahre Tradition, und trotzdem sind wir dann immer überrascht, dass nicht jeden Tag irgendjemand klopft und sagt, ihr Förster, erklärt uns doch mal die Nachhaltigkeit und was das in anderen Branchen bedeutet. Ein Kollege hat es neulich mal so schön ausformuliert und hat gesagt, naja, es war ja angeblich auch ein Förster, der das Fahrrad erfunden hat, also der Herr Dreis. Und trotzdem würden die wenigsten Leute heute auf die Idee kommen, bei einem Förster das Fahrrad zu kaufen, sondern da gibt es inzwischen auch andere Spezialisten. Also von daher, wir arbeiten geteilt, aber es gibt sicherlich so ein paar Dinge, die man aus diesem Bereich herausgreifen kann. Und es ist vielleicht diese Parallele, die ich zur Landwirtschaft sehe, dass der Wald und der Umgang mit dem Wald genauso gut wie die Landwirtschaft eben geeignet sind, für andere Menschen den Einblick zu kriegen, was der Umgang mit natürlichen Ressourcen bedeutet und dass da verschiedene Dinge zum Tragen kommen. Und vielleicht mal kurz zu diesem Nachhaltigkeitsbegriff. Es gibt ein Buch von dem Ulrich Gröbner, das kennen vielleicht manche von Ihnen, wo er sich mit der Kulturgeschichte der Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Und da vergleicht er diesen Begriff mit einem Navigationsgerät und sagt, naja, diese Nachhaltigkeit ist sowas wie Navi,
der uns irgendwie in die Zukunft führt. Und ich finde bis zu einem gewissen Grad dieses Bild sogar ganz reizvoll, weil der Navi sagt ja auch an mancher Stelle, wenn möglich umkehren. Und manchmal sagt er das ziemlich penetrant, wenn möglich umkehren. Und es ist sicherlich jetzt auch für unsere Debatte etwas, wenn es um Nachhaltigkeit geht, dass unser Navigationsgerät viel öfter mal sagen müsste, du bist da auf einer Sackgasse oder du hast jetzt einen Weg eingeschlagen, der eben nicht mehr in die richtige Richtung geht. Und wie jedes Bild ändert dann auch das Bild des Navis irgendwo in seiner Wirkmächtigkeit. Und ich nutze dann immer gerne, also gerade wenn man mit Kindern irgendwas macht, dann doch das klassische Nachhaltigkeitsdreieck, wo es ja immer darum geht, irgendwie auszusteuern, das Ökonomische, das Soziale und das Ökologische. Und dann merkt man ja, na gut, der Navi, der kann ja immer so schön sagen, biegt links ab. Ich weiß nicht, was beim Stallbau im Einzelnen die Linksabbiegespur bedeutet hätte. Aber bei der Navigation in Sachen Nachhaltigkeit ist es eben nicht so einfach. Ich kann nicht links abbiegen und sagen, das ist jetzt der Schwerpunkt. Ich kann nicht rechts abbiegen und sagen, jenes ist der Schwerpunkt. Sondern ich habe immer diese, pardon, vermaledeite Herausforderung, im Zweifelsfall dauernd ein bisschen anders abbiegen zu müssen. Weil bei diesem Versuch, da irgendwo eine Aussteuerung hinzukriegen, biege ich eben wieder mal ein bisschen in Richtung Ökonomie ab, versuche dann das Soziale wieder in den Vordergrund zu packen. Und das ist natürlich etwas, was mit Blick auf die Attraktivität eines politischen Konzeptes ein echter Ballast ist. Und das lernen wir auch regelmäßig im Rat für nachhaltige Entwicklung kennen. Wenn du mit so einem Konzept daherkommst, das passt irgendwie nicht in diese politische Landschaft, in der wir uns ja angewöhnt haben, entsprechend von ganz klaren Polen miteinander zu diskutieren. Ich will da gleich nochmal drauf zurückkommen. Und zwar möchte ich das Thema sozialer Zusammenhalt an der Stelle kurz thematisieren und da auch auf diese aktuellen Debatten eingehen, die wir momentan führen. Wenn wir jetzt hier durch die Landschaft fahren, begegnen uns grüne Kreuze. Wenn wir die Zeitung lesen oder vielleicht auch aufmerksam sind, dann sind wir mit Mahnfeuern konfrontiert. Wenn wir die Zeitung lesen, dann sind wir mit Leserbriefen aller Art auseinandergesetzt. Und ich denke, das kann einem schon mit Sorgen füllen. Und ich habe jetzt einfach einen Leserbrief herausgegriffen, vor wenigen Tagen in der Badischen Zeitung zu lesen. Da ging es um diesen Kompromiss zum Artenschutz, der sich jetzt hier in Baden-Württemberg abzeichnet. Das heißt, der Kompromiss zum Artenschutz solle die Betriebe schützen. Wenn dann also eines Tages die Betriebe geschützt sind, aber die Umwelt endgültig ruiniert ist, wenn ohne Insekten und auf unfruchtbar gewordenen Böden nichts mehr gedeiht, das Grundwasser vergiftet ist, die Luft krank macht, dann dürfen wir gespannt sein, wie unsere Politiker unseren Kindern und Enkeln erklären werden, das sei alles gut für die Wirtschaft gewesen. Und es ist eigentlich schade, dass wir einerseits dieses wunderbare Konstrukt haben, in Form eines Dreieckes oder wie auch immer dargestellt, und dass wir dann, wenn wir in die praktische Politik eintauchen, wenn wir uns die täglichen Debatten anhören, dass wir dann so schlicht werden, dass unsere Diskussionen dann so einfach sind, dass wir die Situation von Landwirtschaft und die Wirkungen von Landwirtschaft auf die Umwelt dann reduzieren auf ein Thema, nämlich die Pflanzenschutzmittel und viele andere Fragen, die ja vielleicht mindestens so wichtig sind, wenn es um die Strukturen in den Agrarökosystemen geht, dann plötzlich aus dem Blick verlieren. Und das ist nichts, was agrarspezifisch ist, aber etwas, was hier zu einer besonderen Herausforderung geworden ist. Vielleicht noch zwei andere Herausforderungen kurz angesprochen, die da diesen nötigen Dialog sicherlich erschweren. Das eine ist die Begeisterung an bestimmten Bildern auch von Landwirtschaft. Ich zitiere jetzt einen polnischen Soziologen, den Herrn Baumann, der spricht da an der Stelle von Retrotopien, wenn er sagt, es fällt uns manchmal schwer, uns mit dieser Komplexität der Welt auseinanderzusetzen und dann sind wir irgendwie hilfesuchend unterwegs und dann finden wir manchmal irgendetwas, auch vermeintlich aus der Vergangenheit kommend, an dem wir uns wieder orientieren können. Jetzt für die Forstwirtschaft ist es beispielsweise die Förderung, ihr müsst wieder mit dem Pferd arbeiten. Das ist natürlich eine wunderbare Geschichte, mit einem Pferd zu arbeiten. Und wenn ich mit meiner Tochter mich im Wald aufhalte, die streichelt viel lieber das Pferd als irgendeine Maschine, die da vielleicht inzwischen zum Einsatz gekommen ist. Aber ich muss auf der anderen Seite eben auch in Betracht ziehen, dass das Arbeiten im Wald, wenn ich das wieder zurückführen will zu früheren Modellen, eine im wahrsten Sinne des Wortes lebensgefährliche Geschichte ist. Und von daher die Frage des Aussteuerns ist eine, wo ich eben dann doch wieder mit Technik beispielsweise Leben retten kann und von daher mit diesen einfachen Konzepten und mit diesem Rückblicken auf die vermeintlichen Modelle aus der Vergangenheit,
die ich wunderbar, bei uns liegt auch manchmal die Landlust auf dem Klo und ich blätter da auch manchmal drin und hole mir die schönsten Deko-Ideen aus so einem Heft. Aber wenn die dann plötzlich in der agrarpolitischen Debatte auftauchen, diese Retrotopien, dann ist das eben etwas, was naturgemäß von Landwirtinnen und Landwirten auch als Belastungsfaktor erlebt wird. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt, der diese Diskussion sicherlich erschwert, das ist diese klassische Institution des Eigentums. Das ist sicherlich etwas, was gerade für Familienbetriebe natürlich eine zentrale Herausforderung darstellt, sagen zu können, ich habe eine gewisse Verlässlichkeit der Verfügbarkeit über mein Eigentum. Tatsächlich bewegen wir uns aber in einer Welt, wo dieses Institut sich ja derzeit gerade dramatisch verändert. Also Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie sind vielleicht sogar mit Ihrem eigenen Auto, Sie haben vorher gesagt, Sie sind mit Ihrem eigenen Auto hier angereist, aber gerade im Bereich der Mobilität verändert sich ja dieses klassische Mein, ich will das jetzt haben und ich kaufe das und dann ist es in meinem Besitz, sehr deutlich. Wir gehen immer mehr in den Bereich von Nutzungsrechten hinein und das gilt nicht nur für die Mobilität, das gilt inzwischen für ganz viele andere Wirtschaftsbereiche auch. Ich nehme das Beispiel meines Sohnes, wenn ich Musik hören wollte früher, dann habe ich noch so eine Plastikscheibe erworben, die Älteren unter Ihnen kennen sowas noch und dann bin ich ins Geschäft gegangen, habe was gekauft, dann hatte ich was in der Hand und dann habe ich Eigentum damit hergestellt. Mein Sohn streamt jetzt natürlich, wenn er Musik hört, im besten Fall zahlt er dafür. In vielen anderen Fällen, wenn er weiß, wie es geht, verzichtet er vielleicht auch noch für diesen letzten Schritt des Eigentumserwerbs. Und das ist natürlich etwas, was jetzt auch in der agrarpolitischen Diskussion immer wieder eine Rolle stellt, Bedeutung hat, wenn Landwirtinnen und Landwirte erleben, dass dieses Institut in Frage gestellt ist und die Nutzbarmachung von privatem Eigentum, von landwirtschaftlichen Flächen in einer Art und Weise passiert, dass es die Wirtschaft tatsächlich behindert oder zumindest eine gewisse Respektlosigkeit gegenüber diesem Institut wahrgenommen wird, was zu einer Belastung der laufenden Diskussionen führt. Die daraus resultierende Gereiztheit der Debatte, dass sie eben sehr schnell läuft, dass sie sehr zugespitzt ist, dass sie so verkürzt ist, hat sicherlich dann nichts mehr mit dieser Forderung nach Nachhaltigkeit zu tun. Und wenn man jetzt auf die große politische Landschaft nochmal kurz blickt, natürlich versucht auch der Rat für nachhaltige Entwicklung immer wieder auf die Agrarpolitik Einfluss zu nehmen. Ich habe gerade nochmal unser letztes Positionspapier aus dem Jahr 2017 nochmal nachgelesen, was wir damals Visionäres geschrieben haben und habe nochmal reflektiert, hat es irgendjemanden interessiert, was wir damals geschrieben haben. Du hast sehr freundlich gerade gesagt, ja, die Sachen werden alle zur Kenntnis genommen und sind einflussreich. Ich hoffe, dass das auf lange Frist tatsächlich so ist, aber wenn wir selbstkritisch zurückblicken, was bewegt man derzeit im Bereich der Nachhaltigkeitspolitik in Deutschland, dann ist es doch eine sehr ambivalente Geschichte. Wir haben eine wirklich tolle Nachhaltigkeitsarchitektur, dass dieses Thema im Bundeskanzleramt aufgehängt ist, spitze, dass jedes Ministerium inzwischen einen Nachhaltigkeitskoordinator oder eine Nachhaltigkeitskoordinatorin hat, super Sache. Dass sich die zuständigen Staatssekretäre regelmäßig treffen unter Leitung des Bundeskanzleramtes und diese Dinge diskutieren. Das ist eine wunderbare Geschichte, dass jedes Gesetz, das die Bundesrepublik auf den Weg bringt, auf Nachhaltigkeit hin geprüft wird, ist eine wunderbare Sache. Muss, wenn wir auf die Wirkungen blicken und wenn wir auf die Ehrgeizigkeit, insbesondere auch der Ziele blicken, dann ist da immer noch ziemlich viel Luft nach oben. Und wenn man das letzte Review jetzt der Nachhaltigkeitspolitik der Bundesrepublik sich vor Augen führt, dann kommt man eben zu kritischen Auseinandersetzungen wie der Feststellung, dass etwa so die Frage, welche Art von Bodendegradation erlauben wir, wünschen wir uns in Deutschland, bislang quantitativ und nicht qualitativ vernünftig erfasst ist. Also allein der Indikator ist nach wie vor in Arbeit und ist nicht befriedigend, dass im Bereich der nachhaltigen Landwirtschaft, im Bereich des nachhaltigen Konsums und im Bereich der Energiepolitik entsprechend die Luft nach oben ist. Also insgesamt, so die Kohärenz zwischen diesen einzelnen Politiken ist bislang nicht ergebend und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, du warst ja bei der letzten Jahrestagung des Nachhaltigkeitsrates da, eine für mich durchaus ernüchternde Begebenheit, als die sehr treue Besucherin dieser Veranstaltungen, die Bundeskanzlerin Frau Merkel zum Thema Nachhaltigkeit gesprochen hat und dann weg vom Manuskript irgendwann gegangen ist und dann gesagt hat, naja, in der praktischen Politik ist es halt so, ich habe eine Ministerin, die beruhigt die grünen NGOs. Wenn die demonstrieren, dann geht die dahin. Und auf der anderen Seite habe ich eine Ministerin, die beschäftigt sich mit den demonstrierenden Bauern und die beruhigt dann die. Und das ist natürlich, wenn das jetzt so ausgesprochen auch nochmal ist, auf einer Veranstaltung des Rates für nachhaltige Entwicklung eine durchaus ernüchternde Feststellung. Also nicht nur, dass es so ist, sondern dass es auch so erkannt wird.
und dass bislang die Anstrengungen, diese Dinge zusammenzuführen, jetzt komme ich wieder hier auf mein Dreieck, entsprechend da etwas heranzubewegen in dieser schnellen Aussteuerung, die Dinge noch sehr vorsichtig angegangen sind. Die in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie befindlichen Indikatoren sollen ja aufzeigen, wie bewegt sich Deutschland im Bereich der Nachhaltigkeit. So grob gesagt kann man sagen, die Hälfte der Indikatoren geht in eine gute Richtung. Also da werden so einfache Signes verwendet. Da gibt es entweder eine Sonne oder Wolken oder ein Gewitter. Also die Hälfte dieser Indikatoren hat jetzt eher freundliches Wetter hinten dran stehen. Die andere Hälfte ist eher mit Wolken oder sogar mit Gewitter signiert. Und das Tragische ist, da wo Gewitter und Wolken sind, da ist das Thema Landwirtschaft adressiert, da ist das Thema nachhaltiger Konsum adressiert und da ist etwa auch das Thema Biodiversität adressiert. Und das schreit natürlich jetzt schon danach zu sagen, also schaut mal, wir haben ein Problem mit dem Artenschwund, wir haben ein Problem mit der agrarischen Produktion, wie sie derzeit läuft, und wir haben ein Problem, wie der Konsum aufgestellt ist. Das schreit ja nach einer gemeinsamen Ausformung dieser Politiken. Das letzte Mal jetzt hier mein Dreieck, das schreit ja nicht danach zu sagen, also hier die Bauern sind schuld, die Konsumenten sind schuld, sondern das schreit ja danach, diese gemeinsame Verantwortung entsprechend auch zu adressieren. Und ich denke, mit Blick jetzt auf die aktuelle Diskussion sind wir leider da noch einen ganzen Schritt zu kurz gesprungen. Umgekehrt, ich habe jetzt vielleicht so ein bisschen Trübsal verbreitet mit Blick auf die Berliner Bühne, habe von Gewitterwolken berichtet und habe von Schauern, die sich da abzeichnen, berichtet. Aber das zeigt ja auch, was die politische Ebene derzeit vielleicht nicht leistet, kann auf anderen Ebenen entsprechend aufgegriffen werden. Und gerade so diese Herausforderung, diesen gesellschaftlichen Dialog wieder zu befeuern und dann eine gute Grundlage zu haben, dass dieser gesellschaftliche Dialog gelingen kann, als, glaube ich, ersten Schritt, bevor man über die Honorierung nachdenkt, muss ja auch irgend sowas wie ein gemeinsames Verständnis davon da sein, welche Leistungen werden anerkannt, wie sind die adäquat zu bewerten, um dann als nächsten Schritt die Honorierung obendrauf zu packen. Und als Grundlage dafür ist es natürlich großartig, wenn sich Betriebe öffnen, wenn Betriebe Transparenz und Glaubwürdigkeit erarbeiten. Und insofern finde ich es eine großartige Geschichte, dass es dieses Projekt hier gibt, dass dafür Geld gefunden wurde, dass wir das uns jetzt heute anhören dürfen. Und ich wünsche dann auch der Umsetzung, ist nicht dann der springende Punkt, und der Begeisterung von vielen Betrieben, sich dem zu eröffnen, alles Gute. Danke.